Ich grüße euch hier aus der Fülle, aus Berlauch City, Leipzig. Ihr seht hier im Hintergrund, es ist die Fülle. Die Natur kennt nur Fülle. Nur wir Menschen haben uns zum Mangelwesen erziehen lassen, die wir in Wirklichkeit gar nicht sind. Jeder von uns ist ein Juwel, jeder von uns hat eine Schatzkiste, die er häufig noch gar nicht aufgemacht hat. Und jetzt haben wir Zeit. Wir haben Zeit ohne Ende, diese Schatzkiste jetzt zu öffnen. Wir hatten das Glück, Christina von Dreien jetzt am Mittwoch interviewen zu können, mit ihr Gespräche zu führen. Und in dem einen, das wir jetzt am Wochenende hochladen, werden wir zu einer 21 Uhr Wohnzimmerrevolution aufrufen, damit wir zusammenkommen oder alleine meditieren, wie auch immer. Und Visionen entwickeln. Visionen für nach dem Zusammenbruch. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir zusammenleben? Und wie ist die Vision für unser eigenes Leben? Denn so wie wir zusammengelebt haben, beziehungsweise unser Wirtschaftssystem, hat die Menschen krank gemacht und die Erde. Es geht nicht um CO2 und es geht auch jetzt nicht um Corona. Corona ist die Kulisse, hinter der Kulisse kommt noch was, hinter der Kulisse kommt wieder was. Wir wissen nicht, was hinter der Kulisse geschieht, aber ich habe den Eindruck, Leute, 2012 ist jetzt, 2020. Jetzt können alle die, die in Seminaren sonst was gelernt haben, sie dürfen es jetzt anwenden. Und alle die ihr durch Krisen, durch Depressionen, durch Ängste hindurchgegangen seid und ins Vertrauen gekommen seid, bitte, seid jetzt Leuchttürme für die anderen, die ihr in den Psychiatrien gewesen seid, die euch kennengelernt habt, die ihr in euch verankert seid und nicht in den Scheinsicherheiten da draußen. All das jetzt darf jetzt zum Vorschein kommen. Und die belacht wurden, die als verrückt erklärt würden, das sind die, die jetzt die Leuchttürme sein werden. Seid Leuchttürme füreinander, packt eure Schatztruhe aus und lasst uns gemeinsam eine Welt entwerfen, wo wir einander in die Kreativität helfen, wo wir einander zeigen, welche Schätze in uns sind und diese ganzen Konsumsachen, die wir ja gar nicht brauchen. Sie sind wirklich Salzwasser gegen den Durst. Salzwasser gegen den Durst. Und unser Durst ist Beziehung, echte Beziehung zu uns, zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, in der Familie. Und dafür haben wir jetzt Zeit. Was wollen wir wirklich? Was wollen wir wirklich? Wie wollen wir leben? Und ja, wir werden Wunder erleben. Wir werden auch viel erfahren, was sehr schmerzhaft, grauenhaft sein wird, zu erfahren. Bereitet euch darauf vor und schaut euch schon mal das Video mit Sandra Rasch an, was ich geführt habe. All das wird jetzt zum Vorschein kommen, was Jahrzehnte, Jahrhunderte im Verborgenen geschah. Und es wird gut sein, dass es ans Tageslicht kommt und dass wir damit Schluss machen. Dass wir damit Schluss machen und wir eine neue Welt zusammen schaffen. In diesem Sinne, seid gwunderig, seid gwunderig. Oder wie man im Schwäbischen sagt, gwunderfitzig, wunderfitzig, genau, neugierig, was jetzt geschieht und was in euch hochkommt. Wir sind alle wunderbar schöpferische Wesen, die uns hier zu dieser Zeit inkarniert haben. Und ich bin so froh, jetzt hier meinen Platz eingenommen zu haben. In diesem Sinne, auf bald, euer Götz.